Hi, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Hier ist Shay. Ich bin gerade wieder im Tierzimmer der Schule, in der ich arbeite. Und einige von euch haben auch schon nach einem Update gefragt. Ja, weil ich hatte ja vor einiger Zeit mal ein Video gemacht zu dem Tierzimmer und habe euch gezeigt, wie ich da einige der Terrarien ein bisschen ummoduliert habe. Allerdings halt auch nur so relativ schnell, weil ich da halt auch nicht so viel super, also nicht super viel Zeit für hatte. Und seitdem hat sich hier im Tierzimmer einiges getan. Es ist leider noch nicht umgezogen, wie es eigentlich geplant war. Also es sollte ja eigentlich schon letztes Jahr im Januar umziehen, weil die Stadt halt der Schule ein extra Gebäude für die Tiere baut. Fakt ist aber, dieses Gebäude steht noch überhaupt nicht. Und wie das so ist mit Städten und Bauunternehmen und Bauvorhaben, Berliner Flughafen, funktioniert das halt nicht. Und ja. Jetzt ist es nämlich so, wir sind immer noch im alten Tierzimmer und ja, sind zwischenzeitlich auch ein paar Tiere leider verstorben. Und eines der Dinge, die ich halt gerne ändern wollte, ist, falls ihr euch erinnert, ich hatte für die Königspython ein Terrarium umgestaltet, was aber halt ein Glasterrarium ist und wo sich halt jetzt erwiesenermaßen einfach die Temperatur nicht anständig hält. Es sind auch zwischenzeitlich einiges an Technik irgendwie kaputt gegangen und ich habe dann gesagt, bevor wir jetzt wieder irgendwelche Lampen kaufen, lasst uns doch bitte der Schlange ein anständiges Terrarium bauen. Und ja, ein weiteres, was halt passiert ist, auch noch ist, dass die Bartagame, die hier lebte, die ist halt verstorben. Und der war 15 Jahre alt, also war im Grunde alt genug, aber es war auch ein Haltungsproblem. Und deswegen habe ich halt gesagt, bevor jetzt eine neue Bartagame einzieht, kommt das alte Terrarium weg und dann bauen wir auch dafür ein neues. Und jetzt hat ja, eine Kollegin hier gesagt, hör mal, lass das einfach jetzt machen. Also wir könnten natürlich warten, bis das Tierzimmer fertig ist. Aber für die Schlange muss halt jetzt eine Lösung gefunden werden, weil es ist einfach zu kalt in ihrem Terrarium und die braucht halt dringend die passende Temperatur. Und das heißt, das hätten wir jetzt so oder so gemacht. Aber dann sagte sie, dann lass das mit der Bartagame in einem Rutsch machen. Du sagst mir, was du brauchst. Wir geben dir das Geld und dann kannst du das alles kaufen. Ja, und jetzt war es tatsächlich so, dass die Schule halt extrem viel Geld investiert hat, um das halt zu ermöglichen. Und jetzt bin ich halt hier in den Ferien, wo nichts los ist in der Schule, um halt die Terrarien fertig zu machen. Und ihr seht schon, hinter mir ist halt eins davon. Ich zeige euch jetzt mal ein bisschen rum. Hier seht ihr jetzt so ein bisschen die aktuelle Baustelle. Das ist das neue Bartagamen-Terrarium. Und daneben ist das neue Schlangenterrarium. Und wir haben uns halt entschieden, weil das etwas ist, worin ich mittlerweile Übung habe, die Rückwände wieder mit Styropor und ja, Flex-Fliesenkleber zu machen. Und man sieht, hier ist eigentlich schon alles vorbereitet. Da muss ich jetzt noch ein paar Kleinigkeiten hier ändern, ein bisschen Styropor noch wegbrennen, damit ich die Lüftung abkleben kann und damit da genug Abstand ist für den Fliesenkleber, weil da kommen ja noch ein paar Schichten drauf. Und dann kann das hier halt eingeflext werden. Und der Plan ist dann eben, so wie ich das bei mir zu Hause im Terrarium auch gemacht habe, der Rand, wo jetzt kein Styropor ist, das wird dann gestrichen in wahrscheinlich hellblau. Und dann wird der Boden versiegelt, dann wird das restliche Terrarium zusammengeschraubt. Die Technik installiert. Hier ist die Deckenplatte. Da habe ich auch schon Löcher vorgebaut für das Heatpanel. Also es kommt fast die gleiche Technik rein wie bei mir zu Hause, also Heatpanel und LED-Lampe. Keine Birnen wie hier, weil wie man sieht, die sitzt halt immer ganz oben. Ich habe sie jetzt eben mal ein bisschen feucht gemacht, weil die hat auch immer immense Häutungsprobleme. Weil, ja, was soll ich sagen, diese Glasdinger sind halt für solche Tiere scheiße. Das ist was für tropische Tiere, die halt wirklich es extrem feucht brauchen, wo Holz halt aufweichen würde, die aber halt auch jetzt nicht unbedingt 30 Grad brauchen, weil sonst, ja, ist das Perlen vor die Säue, weil dieses Glas verliert halt unheimlich viel Wärme und da hat man dann mit so Lampen krasse Stromkosten. Hier wird es halt genauso wie bei mir auch mit Thermostat geregelt. Das heißt, sollte die Wärme da drin erreicht sein, die es braucht, schaltet es ab und es heizt nicht durch wie diese Lampe. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, ist, dass das Tier auch nachts Wärme hat, weil hier ist es nämlich auch so, da geht die Lampe aus und dann ist es nachts arschkalt hier und das Tier sitzt halt viel zu kalt.
Das ist echt ein Problem und ja, da habe ich mich jetzt durchgesetzt, dass das geändert wird. Und das ist halt echt super. Ich bin froh darüber, dass die Schule die Tipps halt so dankend annimmt und dass ich da halt aus dem Tierzimmerteam sehr viel Unterstützung kriege. Ja, und hier bin ich jetzt halt gerade dran, noch so ein bisschen Deko zu machen. So habe ich halt noch so ein paar Platten übrig gehabt. Ihr seht halt hier, das sind verschiedene dicke Styroporplatten, die ich jetzt erstmal nur hier so rangeklebt habe. Das wird natürlich jetzt alles noch bearbeitet, damit das ein bisschen organischer aussieht. Aber hier habe ich jetzt zum Beispiel schon mal einen so ein Deko-Element, also einfach nur, um da ein bisschen mehr Tiefe reinzubringen, dass das alles ein bisschen dreidimensionaler ist und nicht so flach aussieht. Das wird halt alles noch nachher mit dem Heißluftföhnen natürlich porös gemacht und auch ein bisschen reingebrannt, dass das halt nicht so eben ist, so wie ich das hier auch gemacht habe. Da seht ihr, dass das halt alles nicht mehr so glatt ist und genauso soll das halt auch sein. Man sieht aber jetzt zum Beispiel, wie hier so Löcher, das ist überhaupt nicht schlimm, weil der Fliesenkleber, der ist ja ziemlich dick und es kommt nachher so darauf, dass man das dann halt nicht mehr sieht. Und auch diese Platten, die werde ich ein bisschen anschleifen und dann werde ich den Fliesenkleber da auch drauf machen, damit das alles in der gleichen Farbe ist. Vorteil bei diesen Holzböden ist halt, dass die bombenfest sind. Das heißt, da braucht man jetzt auch nicht 20 Schichten Fliesenkleber drauf machen. Das ist nämlich bei diesen Böden extrem nervig, das zu machen. Hier drüben habe ich es jetzt so gemacht, einfach damit ich ein bisschen flexibler bin, was die Größen der Ablagen angeht. Die sind halt mit, also die ist gerade frisch geklebt, da kann ich jetzt nicht so viel machen. Die hier zum Beispiel, da sieht man, da ist noch Spiel. Die sind halt hinten mit Zahnstochern habe ich da reingemacht und dann Silikon und habe das da einfach dran geklebt. Das, was dem Ganzen nachher wirklich den Halt gibt, ist halt der Fliesenkleber und deswegen muss der halt dann relativ dick sein und da muss man definitiv mehrere Schichten drauf machen. Ja, und das ist jetzt gerade so der Stand und ich wollte euch jetzt mal zeigen, was ich so für Tipps und Kniffe habe, wie ich halt diese Styroporplatten bearbeite, damit das halt nicht mehr alles so eckig aussieht, sondern halt so ein bisschen natürlichen Touch hat. Ich meine, natürlich ist es jetzt nicht 100% natürlich, weil klar, in der Natur hast du nicht solche Ebenen. Aber da bin ich jetzt halt einfach pragmatisch, weil wir halt wollen, dass das Tier die Möglichkeit hat, in verschiedenen Temperaturzonen zu sitzen. Und da bieten sich diese Ebenen natürlich an. Was ich halt hier habe, ist einen Styroporschneider. Und dieses Gerät ist halt extrem praktisch. Das ist im Grunde halt einfach, hier schaltet man das an und dann wird halt Elektrizität hier durchgeleitet und oben ist ein feiner Draht, der wird erhitzt. Und damit kann man das Styropor dann schneiden wie Butter. Und was ich jetzt hier gemacht habe, was man hier schon so ein bisschen sieht, ich habe halt grob aus den Platten runde Formen oder halbwegs rund, ne, also so ein bisschen oval, also versucht da eine organische Form reinzubringen. Es darf halt nicht perfekt sein, weil die Natur ist halt auch nicht perfekt. Und dann habe ich hier oben die Kante einfach abgeschliffen, beziehungsweise abgesägt oder abgebrannt. Und dann hat man halt hier so eine leichte Rundung drin und das Ganze sieht halt dann direkt ein bisschen natürlicher aus. Aber das ist auch nur der Grobschliff, weil, wie gesagt, das kommt dann hier dran. Und dann wird es aber mit dem Heißluftföhn nochmal angeflemmt. Das heißt, die Form verändert sich auch und es schrumpft auch alles noch mal ein bisschen. Man muss halt nur aufpassen beim Brennen, weil mir ist es da jetzt zu Hause passiert bei einem der Terrarien, die ich gemacht habe. Da habe ich es mit dem Brennen ein bisschen zu gut gemeint und habe tatsächlich da, weil das halt auch die Terrarien, das waren zwei kleine Terrarien, die ich auch in einem Video letztens gezeigt habe, die standen übereinander und ich habe dann da versucht, so zwischen den Böden, die ich da reingeklebt habe, das so ein bisschen anzubrennen. Hab dabei aber hinten den Boden komplett weggebrannt. Und dann war halt vorne der Boden noch da, aber hinten guckten nur noch die Zahnstocher raus. Das war dann total instabil und der Silikon war auch dann freigelegt und das musste ich dann rausreißen, weil ich das halt so nicht mehr bearbeiten konnte. Das heißt, beim Wegbrennen immer ein bisschen vorher aufhören, weil selbst wenn du das Gerät wegnimmst, brennt das immer noch so ein bisschen nach. Also das ist halt, ne, die Hitze, die sich da staut, die reicht halt schon, um das Styropor wegzubrennen. Weil es ist halt ein sehr leicht zu bearbeitendes Material. Es ist halt unheimlich empfindlich, was das betrifft. Und was halt auch wichtig ist, man muss ein bisschen darauf achten, dass man entweder das Fenster auf hat oder halt einen extrem großen Raum wie hier, wo das halt nicht stört, weil natürlich die Dämpfe, die dabei freigesetzt werden, sind halt auch giftig. Und das sollte man nicht einatmen. Ja,
Ich stelle euch jetzt mal daneben und dann könnt ihr mal ein bisschen gucken, wie ich das so mache. Das ist jetzt soweit erstmal fertig geklebt. Was ich jetzt noch mache, ist so ein bisschen die Platten formen. Und dann lasse ich das erstmal wieder trocknen, bevor ich dann eben mit dem Fliesenkleber anfangen kann. Gleich werde ich aber hier mit dem Fliesenkleber anfangen, weil das ist ja schon fertig. Bis dann! So, das ist jetzt hier das Schlangenterrarium. Nachdem ich da die erste Schicht, ja, es ist in dem Fall kein Fliesenkleber, sondern Armierungsmasse, was ich benutzt habe, weil das ein Kollege hier in der Schule noch zu Hause hatte, haben wir das jetzt genommen. Das ist halt Baustoffkleber, also im Grunde ähnlich wie Fliesenkleber, nur dass der eine etwas andere Konsistenz hat. Der ist in der Verarbeitung so ein bisschen wie Pudding. Und das ist halt ziemlich geil. Ich muss sagen, dass ich das relativ gut verarbeiten ließ jetzt und mir gefällt es auch besser als Fliesenkleber. Und so sieht jetzt im Moment die erste Schicht aus. Da kommt halt noch mehr drauf. Man sieht, da ist immer noch eine dicke Lücke in der Mitte. Die werde ich dann schließen, wenn ich dann die nächsten Schichten ein bisschen dicker anrühre. Das Einzige, was ich gucke, was ich bei der ersten Schicht hinkriege, ist, dass ich alle Ritzen, aber also alles, was irgendwie hier offen war, zwischen dem Styropor und dem Holz, waren ja so kleine Rillen, dass ich die schon mal schließe. Und das habe ich halt zum Beispiel auch unten drunter gemacht. Zumindest größtenteils. Hier könnt ihr das ganz gut sehen. Und auch hier an den Lüftungen, dass überall hier die Rillen zu sind. Und auch hier zwischen den, hier kann man es ganz gut sehen, zwischen dem Holz und dem Styropor, dass das aussieht, als wäre das ein Teil. Darauf achte ich immer, dass ich das bei der ersten Schicht schon halbwegs gut hinkriege, weil da hat man bei den nächsten Schichten nicht mehr so viel Arbeit, denn je dicker das Material, desto schwieriger lässt sich das streichen und hier kann man das jetzt ganz gut mit dem Pinsel noch auftragen. Ja, das ist jetzt Runde 1. Bartagam-Terrarium werde ich heute nicht mehr machen. Das muss jetzt, wie gesagt, erstmal trocknen. Aber das ist jetzt so, ich muss mal ein paar Schritte zurückgehen. Das ist jetzt so das Grundgerüst, wie es halt aussieht. Und mir gefällt es halt ganz gut. Mir ist aufgefallen, das habe ich halt vorher noch nie gemacht, aber hier diese sehr dicken Styroporplatten, die sind halt auch ein bisschen dichter von den Styroporkugeln. Da sind halt hier viel, viel kleinere Kugeln drin als jetzt hier zum Beispiel. Da sieht man ja richtig die einzelnen Kugeln und bei dem Material sieht man es nicht. Das ist viel, viel dichter und das lässt sich auch schwieriger wegbrennen. Also das dauert da viel länger. Das wusste ich vorher nicht und das war halt so ein bisschen Learning by Doing, weil wir halt hier so auch, wie man sieht, Resteverwertung gemacht haben. Aber im Grunde sieht man das nachher nicht mehr, weil wenn das alles einmal eingepinselt ist mit der Armierungsmasse. Das ist es, Klebe und Armierungsmasse. Ja, wenn das halt einmal da drauf ist am Ende, dann sieht das halt alles gleich aus. Dann ist das eine Farbe
Und wir gucken, dass wir das farblich auch noch ein bisschen unterscheiden. Also das werde ich wahrscheinlich in diesem Grau lassen, weil ich finde, das passt ganz gut. Und das hier, das wollen wir versuchen, so ein bisschen hellbeige zu machen, dass das so ein bisschen Richtung Wüste passt. Beziehungsweise halt Herkunftsort von den Bartagamen. Ja, wenn ich soweit bin, melde ich mich dann nochmal. Aber das ist jetzt erstmal so der Zwischenstand. So, ich bin gerade dabei, jetzt bei der Bartagame die erste Schicht aufzutragen. Und ich dachte mir, ich gebe euch mal ein paar Tipps. Wir haben hier jetzt die Masse, die Arminierungsmasse, die halt relativ gut zu verarbeiten ist. Wenn man große Flächen hat, eignen sich diese sehr großen, breiten Pinsel, um halt relativ viel Masse gleichzeitig aufzubringen. Wenn wir jetzt hier eine freie Fläche haben, kann man das damit relativ gut auftragen und halt auch versuchen, das wirklich in alle Ritzen und Poren rein zu massieren, mehr oder weniger. Und halt, wie gesagt, die ganzen Abschlüsse hier am Rand, wo halt Lücken waren, dass man das alles irgendwie mit einbringt. Das ist das eine. Für kleinere Arbeiten nehme ich dann immer einen kleineren Pinsel. Und wenn man jetzt hier zum Beispiel solche Ecken hat, wenn man die halt ordentlich sauber haben möchte, dann würde ich empfehlen, das so zu machen, dass man den Pinsel hier so ansetzt und den dann hochzieht. Das kann man halt auch natürlich in die seitlichen Richtungen machen. Manchmal muss man es mehrmals machen und dann noch mal so ein bisschen nachstreichen, aber dann hat man relativ saubere, schöne Ecken. Guten Tag, kleines Update aus dem Tierzimmer. Es ist vollbracht. Unser Bartagame-Terrarium ist jetzt fertig. Jetzt gerade haben wir die Knöpfe auf die Scheiben vorne geklebt. Die Lampen sind an, damit der Boden jetzt trocknet, weil das ist alles noch feucht. Und die Terrarien stehen jetzt alle an ihrem Platz. Ich mache mal eine kleine Tour. Wir haben jetzt hier verschiedene Ablagen, verschiedene Pflanzen, Wurzeln, Stein zum Wärmen. Es sind jetzt insgesamt hier, das ist ein 2 Meter mal 80 mal 80 Terrarium. Und da sind jetzt zwei T5-Röhren drinne, zweimal 70 Watt und einmal 50 Watt Metalldampflampe mit Vorschaltgerät. Und dann verschiedene Sukkulenten, Rhypsalis, Aloe Vera. Das ist Tradescantia, heißt sie, glaube ich. Und wir sind jetzt mal gespannt, ob die Pflanzen sich jetzt halten. Hoffentlich, aber mal sehen. Es ist auf jeden Fall noch genug Lauffläche, sodass die Bartagame sich hier frei bewegen kann. Kann hier hochklettern. Und hier ist dann das neue Terrarium von der Schlange. Das ist 1,50 mal 70 tief und 60 hoch. Und da ist die gleiche Technik wie bei meinen Terrarien zu Hause, also Heatpanel 90 Watt und Reptilan-Thermostat und eine LED. Die Schlange hat es sich hier unten in der Röhre gemütlich gemacht. Das ist ihr neuer Lieblingsplatz. Das steht jetzt hier neben. Das sieht halt schon ganz gut aus, weil es jetzt einheitliche Terrarien sind. Und dann hier, das ist das ältere Leopardgecko-Terrarium. Das haben wir jetzt auch noch gestrichen von außen. Das hatte ich vor einiger Zeit schon hier gemacht. Ja, und sonst ist eigentlich alles beim Alten. Hier haben wir Käfer. Da sind aber jetzt nur noch Larven drin. Die Käfer sind alle schon um. Axolotl. Hier hinten sind die Achatschnecken. Da haben wir Karl, der hatte eine ganz krasse einen ganz krassen Parasitenbefall, so, Deutsch. Der geht es jetzt auch schon wieder viel besser. Der hat eine Wurmkur gekriegt. Und da hat sich aber jetzt auch nicht wirklich was geändert. Das ist sein Terrarium. Dann hier ist Molly, ein leerer Hund. Ilva, ein neuer leerer Hund. Dann hier die Frösche. Tausendfüßer haben wir jetzt. Unsere beiden Spinnen. Hier oben ist eine, ist Avicularia avicularia. Die heißt Helene Spinner. Hier unten ist Athena. Dann ist hier das Terrarium von dem Blauzungskind Hildegard. Die sitzt meistens da unten hinter der Ablage.
Und dann haben wir hier noch die Chinchillas. Die haben ja hier diesen Riesenschrank. Und noch ein paar Stabschrecken. Und das war's erstmal. Das ist jetzt hier unser Projekt. Das geht jetzt dem Ende zu. Nächste Woche Mittwoch zieht die neue Bartagame hoffentlich ein. Dann gehe ich die abholen und dann ist das hier abgeschlossen. Wie immer fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren.